In diesem Video fügen wir eine Tabelle ein. Ich mache mir wieder eine neue Folie, ebenfalls wieder eine mit Titel und mit Inhalt. Als Titel wähle ich dieses Mal tierische Fakten. Vielleicht machen wir jetzt mal Folgendes. Ich färbe noch den Hintergrund um. Ich hätte es gerne, dass diese Folie eine andere Hintergrundfarbe hat. Am einfachsten geht das mit rechter Maustaste hier in diesem freien Folienbereich. Ich wähle aus Hintergrund formatieren. Und kann mir hier einfärbige Füllung und kann mir hier eine Farbe aussuchen. Und da nehme ich jetzt irgendeine andere Farbe, zum Beispiel die. Und damit bin ich schon fertig. Würde ich haben wollen, dass alle Folien die gleiche Farbe wieder bekommen, müsste ich hier auf alle anwenden drücken. Wenn ich es nicht tue, dann passiert es nicht. Wenn ich die Transparenz einstelle, dann wird das hier so gefühlt ein bisschen heller, wobei man es heller gar nicht nennen kann, sondern man sieht halt die weiße Hintergrundfarbe transparent durch und deswegen ändert sich die Farbe. Ich lasse jetzt aber transparent auf 0 und dann klicke ich hier wieder auf X. Und jetzt würde ich gerne eine Tabelle einfügen. Das ist hier unten wieder. Hier habe ich als ersten Punkt Tabelle einfügen, klicke das an. Jetzt muss ich mir überlegen, wie viele Spalten brauche ich, wie viele Zeilen brauche ich. Ich nehme hier jetzt da 4 Spalten und 4 Zeilen, klicke auf OK. Und jetzt fülle ich das Ganze mal aus. Also wir machen hier das Tier, dann machen wir die Größe in Meter, das Gewicht in Kilogramm und das Alter in Jahre. Also quasi die maximale Lebenserwartung oder die durchschnittliche Lebenserwartung. Machen wir mal den Löwen. Der Löwe wird ungefähr 1,3 Meter groß, 190 Kilo schwer und so ungefähr 14 Jahre alt. Dann der Elefant wird ungefähr bis zu 3,2 Meter groß, bis zu 6000 Kilo schwer und bis zu 70 Jahre alt. Und der Pinguin wird so um die 1,20 Meter, um die 20 Kilo schwer und so bis sogar 20 Jahre alt. So, jetzt ist die Tabelle mal fertig. Wie kann ich die jetzt noch ein bisschen umdesignen? Ich kann jetzt zum Beispiel, wenn ich sie anklicke, habe ich hier links mehrere Möglichkeiten. Ich habe hier oben eine Überschriftzeile. Wenn ich das weghackeln würde, hier Überschrift, dann wäre auch die erste Zeile so formatiert wie der Rest. Dann ist hier ausgewählt gebänderte Zeile. Das heißt einfach, dass hier unten jede zweite Zeile eine etwas andere Farbe hat, wie quasi wie die geraden Zeilen. Wenn ich das wegklicken würde, dann hätten hier alle Zeilen unten die gleiche Farbe, die gleiche Darstellung. Ich könnte genauso gebänderte Spalten hinzuschalten, dann hätte auch jede zweite Spalte eine durchgängige Färbung. Dazu würde ich aber dann gebänderte Zeilen wegschalten, damit man hier die Spalten besser sieht. Es gibt auch so Tabellen, wo man nicht nur hier oben eine Einfärbung hat, sondern auch hier seitlich eine Einfärbung hat. Dazu kann ich hier anhaken, erste Spalte, dann kriege ich auch hier eine Hintergrundfarbe. Gleiche ginge hier mit letzte Spalte. Oder man wählt sich einfach hier direkt, indem ich hier auf dem Pfeil, auf diesen Pfeil hier unten draufklicke, ein fertiges Design für die Tabelle aus. Also hier gibt es auch mehrere Möglichkeiten, etwas auszuwählen. Was man auch machen kann, ist, man kann hier zum Beispiel selbst bestimmen und quasi Rahmen nachzeichnen. Ich könnte jetzt genauso sagen, ich hätte hier gern 2¼ Punkt und dann kann ich das da oben nachfahren. Ups. Mal so. Ich kann es markieren und dann genau, und dann kann ich hier 2¼ Punkt einstellen, so geht's, und kann dann zum Beispiel sagen, hier rundherum hätte ich gern einen Rahmen. Dazu kann ich auch die Farbe verändern. Die Farbe ist zurzeit anscheinend auf weiß gestellt. Dazu muss ich hier bei der Stiftfarbe zum Beispiel auf schwarz ändern. Und wenn ich jetzt sagen würde, Rahmen außen, dann würde er jetzt da eine 2¼ dicke Rahmenlinie außen machen. Ich könnte auch die ganze Tabelle markieren und dann nochmal drauf drücken. Und dann hätte ich diese 2¼ dicke Rahmenlinie auch rundherum. Ich kann die Tabelle anklicken und ich kann sie in die Länge ziehen, wodurch die Spaltengröße automatisch auf alle Spalten gleichmäßig verteilt wird. Ich kann genauso hergehen und die Tabelle nach unten ziehen, wodurch die Zeilenhöhe allgemein verteilt wird auf alle Zeilen. Wenn ich jetzt zum Beispiel gern hätte, dass dieser Text mittig ausgerichtet ist, dann markiere ich diesen ganzen Text
und gehe auf Layout. Und hier beim Layout kann ich zum Beispiel auswählen, hier habe ich die Textausrichtungen. Hier kann ich zum Beispiel sagen, okay, ich hätte ihn gern in der Mitte von der Höhe her und ich hätte ihn gern in der Mitte der Zelle an sich. Das geht auch noch. Ja. Oder ich kann es hier auf rechtsbündig stellen, ich kann es auf hier auch nach unten stellen und so weiter. Also hier habe ich quasi alle Kombinationsmöglichkeiten, wie ich den Text ausrichten möchte in meiner Tabelle. Ich nehme jetzt das da hier. Gut, ich kann auch Zellen löschen oder hinzufügen, indem ich quasi zum Beispiel sagen möchte, zwischen Löwe und Elefant hätte ich noch eine Zelle, klicke ich jetzt beim Elefanten hin und ich kann hier zum Beispiel darüber einfügen oder ich könnte darunter einfügen, könnte genauso links eine Spalte einfügen oder rechts eine Spalte einfügen. Gut, damit sind wir jetzt auch schon fertig.